Ost-West, einmal von links nach rechts. Nord-Süd, habe ich schon gerade gezeigt. Eine Rundlinie habe ich hier gebaut. Kleiner Ring, genau, ein großer Ring, das ist krass. Einmal durch die ganze Karte durch, einmal rum. Boah. Und einen Uni-Golfplatz habe ich noch nicht gezeigt. Genau. Hauptbahnhof ist Mitte. Ja. Jetzt kann ich euch nochmal die einzelnen Bahnhöfe zeigen. Hier Südring. Das ist auch eine krasse Konstruktion hier. Ich glaube, das war Südring hier, ne? Oh, doch, Stau. Ich habe mich vertan. Südring, genau. Ist aber alles eine Linie, müsst ihr auch mal bedenken. Also, ne? Das ist so. Stehen die halt mal. Das kann man nicht auslassen, dass sie mal stehen. Hier ist noch überall Nordtangente, Südtangente. Ich kann euch auch noch mal den normalen Hauptbahnhof zeigen. Hier habe ich ein bisschen rumexperimentiert, weil ich natürlich auch will, dass hier nicht überall stehen. Ne? Hier sind 399. Ja, drei Linien auf einem Gleis ist nicht sehr ergiebig, ich weiß. Auch wie viele mit dem großen Ring fahren wollen, Linie 29 ist das. Das ist auch 225 Leute allein schon. Ich wollte euch den Hauptbahnhof Süd zeigen, genau. Ich komme mal davon ab. Das ist auch eine krasse Konstruktion. Naja, doch nicht so krass. Aber man muss alles immer so genau planen, dass nicht so viele auf einem Gleis fahren. Stehen die auch nicht. Also das muss man machen. Von Wildbach habe ich euch gezeigt. Die Bootslinien, genau, da habe ich glaube ich nur zwei oder drei. Ich glaube, die habe ich auch benannt, oder? Habe ich das nicht? Ja, habe ich. Da habe ich vom Flughafen bis zum Schloss unten, genau. Am Schloss, da fahren nur noch Buslinien und da ist auch eine U-Bahn-Linie. Hier zum Schloss, da ist Hubschrauber. Das ist langweilig, brauche ich euch nicht zeigen. Hier, da fährt hier ein Übergang zum Bus. Neufrechingen heißt es hier auch so, ja. Und ja,